aufgeregt. Ja. Nein, ich freue mich. Ach, sind schon auf. Ach so, okay. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Setup. Hallo. Hallo. Und dann haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Ja, wie lange nicht? 2,5 Jahre, glaube ich. Nein. Dann nicht? Dann nein, das war doch viel eher. Weiß ich nicht. Aber was machen wir heute? Du bist heute zu Besuch in Aachen. In ja. meiner Stadt. In deiner Hut, ja. Wir werden heute, oder ich zeige dir heute die Zukunft von allem. Von allem, das ist basierend AI. AI. Und zwar, das Spiel ist eines, finde ich, der krassesten AI-Games. Das bedeutet, wir sind ein Vampir. Wir sind ein Vampir und müssen was machen mit der AI? Wir müssen die AI überreden, uns in ihr Haus zu lassen. Und damit es ein bisschen schwieriger wird, hat die Community uns Vorwände geschickt, die wir nutzen müssen. Das heißt zum Beispiel die alte Dame hier, der sagt man zum Beispiel, hey, ich bin dein keine Ahnung, Enkel zweiten Grades, lass mich bitte rein. Und du musst die AI überreden, weil bei Vampiren ist doch diese Legende oder dieser Mythos, dass du sie erst reinbeten musst und erst dann dürfen sie über die Türschwelle. Wusstest du das? Nee, aber ich scheiß auf alle. Ich scheiß auf KI. Ich zerstöre die jetzt gleich, ne? Ich zerstöre die. Das wirst du mir jetzt mal beweisen, wie gut du bist, ich zerstör in deine fremde Community. Häuser reinzukommen. Okay. Also, wir machen Spielmodus wechseln und dann gehen wir in Suck Up. Boah, Bitches. Das machen wir danach. Love Bitches machen wir danach. Okay, gut. So, und dann machen wir ein neues Spiel. Und da gibt es verschiedene Outfits. Und du kannst zum Beispiel, je nachdem, du siehst, wir sind nackt, so lässt dich niemand rein, oder? Hast du schon mal probiert? Ich habe schon mal probiert. Hat's funktioniert? Nee, danach war ich im Jail. Dann kannst du nämlich hier üben, wie Menschen dich... Nein. Und du siehst, es sind 1000 Kostüme. Und je nachdem, was du anhast, kannst du quasi sagen, wenn du zum Beispiel ein Klempner-Outfit hast, hey, wir haben einen Rohrbruch gemeldet. Du kannst dir wirklich voll die Geschichten ausdenken. Oh nee, ich bin so hässlich. Aber das ist doch nur ein süßer Vampir. Nein, ich will neu anfangen. Warum, wo lebe ich? In der Garage oder was? Das ist ein richtiger YouTuber. Richtiger YouTuber. Was ist das? Oh, das ist süß. Genau, so kannst du schnell abhauen, weil die Polizei ist auch am Start. Die Büte. Ja. Du merkst, ich bin... Ich merke, du hast Bock. Ja. Was ist eigentlich für ein Pulli? Warum habe ich den nicht? Hast du den nicht? Nein. Tja, musst du halt kaufen, ne? Oh, du kriegst einen. Ja. So, also ich bin ein kleiner... Warum zocke ich eigentlich hier? Weil das die Herausforderung ist, genau. Also da hinten ist zum Beispiel jetzt so ein... das kannst du auch probieren. Also hier zum Beispiel könntest du sagen, hey, wir haben Bauarbeiten, ich muss in ihr Haus. Ich würde sagen, wir fangen auch mit dem Haus da oben an. Und wir haben schon hier den ersten Kommentar von Hurry Up and Die. Und zwar, ich habe eine Idee, was ihr so machen könntet. Ihr könntet doch erzählen, dass ihr von irgendjemandem, der oder die Urenkel zweiten Grades seid und ihr die Person ganz zufällig mal besuchen wolltet. Aber glaubst du, mit dem Outfit schaffst du das? Natürlich. Okay, dann also ihr könnt erzählen, Urenkel zweiten Grades. Und das heißt, wir können jetzt gleich hier reinsprechen und die KI... Wird uns dann antworten. Oh mein, bist du ein süßer kleiner Bauarbeiter? Bist du verloren, Liebes, oder auf der Suche danach ein neues Zuhause für deine Spielsachen zu bauen? Jetzt kann ich einfach... Genau, mit ihr reden. Das heißt, ich klicke jetzt auf aber rechts. Aber denke dann, du musst das hier nutzen. Ja, erstmal Warm-up. Okay. Ich bin deine Mutter! ich fürchte, du hast dich geirrt, Liebes. Meine Mutter ist schon lange verstorben. Tut mir leid. Moment, wir sind noch nicht da. Ich lass nicht locker. Mach die zu. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ich klopfe jetzt nochmal. Ich mach Terror bei der Frau jetzt. Ne? Bei Omas sehe ich rot. Oh mein junger Mann, wie kannst du es wagen, hier solche Unsinn zu verbreiten? Das ist halt Deutschland, ne? Die sind richtig strikt und hast es verkackt. Boah, die hat wieder zugemacht. Ganz ehrlich, jetzt reicht. Jetzt ist persönlich. Die macht nicht mehr auf, oder? Doch. Nee, nun bist du aber ein hartnäckiger kleiner Schenk. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Spielereien. Dann lauf jetzt weiter, bevor ich dir einen wirklichen Grund gebe, diesen albernen Verkehrshut auf deinen Kopf zu tragen. Na gut. Ich hatte gar keinen Bock. Okay. Okay, Hintereingang? Dann. Ja, komm. Ich beobachte dich, du kleine Oje. Ja, die steht da einfach und die ganze vor der Tür und wartet, dass jemand klopft, voll traurig. Ja, ich glaube, so viele alte Leute das wirklich machen. Boah, ich mach das sogar schon. Du kannst dich auch umziehen und einen anderen Hut anziehen und behaupten, dass man neu ist. Ja, okay. So, dann wie so ein schlechter Verkäufer, ne, der irgendwie so Staubsauger verkauft. Diese in einem Cartoon. Okay, gucken wir. Hallo, mein Lieber. Bist du nicht einfach ein Sonnenstrahl in diesem fröhlichen Outfit? Was verschlägt dich so spät in der Nacht in meiner bescheidenen Behausung? Lass mich bitte rein. Ich muss auf Klo. Oh, der ist gut. Lass mich bitte rein, ich muss auf Klo.
Oh, mein Lieber, es tut mir schrecklich leid, aber ich glaube nicht, dass ich dich gerade reinlassen kann. Du siehst, ich fühle mich nicht ganz ich selbst und es wäre nicht sicher für dich hereinzukommen. Ich hoffe, du verstehst warum? Das. Warum? Weil sie dich umbringt? Boah, die mag mich nicht. Okay, dann wechseln wir es auf. Wir lassen erstmal Ju den ersten Versuch mal mit seinen eigenen aus. Okay, ich stehe jetzt nackt, ich stehe jetzt einfach nackt. Okay, probier das. Omas lieben diesen Trick. Sag, du bist bei einer Geburtstagsparty in Stuttgart. Oh ja. Und sie hat Geburtstag. Ich kann die einfach nicht in mein Zuhause lassen, Liebe. Siehst du, ich hatte einmal eine schreckliche Begegnung mit einem Badezimmerbanditen und ich kann einfach nicht riskieren. Okay, du musst sie nochmal umziehen. Okay, okay. Mach okay, mal ein Polizistenoutfit und tu so, als wärst du ein Stripper oder so. Oh ja. Kann ich laufen? Nee. Ihr müsst auch jetzt auch Uber-Kleidung. Wo ist Uber-Kleidung? Da hinten ist so ein Uber-Rucksack gewesen. Also da, warte mal, genau. Kannst du. Dann hinten ist so ein Uber-Rucksack noch. Ah, hier? Genau da. Ah, ich kann springen. War das hier? Oder da hinten? Genau, da ist auch so ein Uber-Rucksack da. Ah ja. Kannst du behaupten, du bringst heiße Würstchen. Aha, aber ich bin noch immer nackt, ne? Ja, zieh dir mal noch an. Ich würde auch keinen Uber-Fahrer aufmachen, der nichts anhält. Nicht schon. Ah, guck mal hier. Ja, perfekt. Genau. Ja, komm. Oh mein Gott. Nackt. Genau, das ist gut so. Und jetzt, warte, lass uns kurz überlegen, was du sagen kannst. Also ich kann jetzt sowas machen mit Urenkel. Ah nee, das wird nicht funktionieren. Das probieren wir als Letztes. Wir probieren jetzt mal vielleicht, dass wir sagen, dass wir, dass ja, du eine Bestellung übrig hast und ihr geben möchtest. Eine Gratislieferung. Ja. Für, weil Anlass ist? Ihr Todestag. Oh. Ist ja eigentlich. Ja, ist ja. Hallo junger Mann, was versteckt dich so spät in der Nacht hier rein? Okay, ich mache ja. Mhm. Ich habe da eine Lieferung, eine Gratislieferung für Sie. Weil mir wurde gesagt, dass Sie Bauchschmerzen haben und ich habe das ideale Essen für Sie. Wie geil das funktioniert. Oh Mann. Ach, diese Frau f*** mich ab. Scheiße, f***. Oh, mein liebes Bauchschmerzen, hier rumzusprechen, aber ich kann im Moment leider keine Lieferung. Weißt du, was wir machen können? Wir könnten ihr erstmal schmeicheln. Meinst du? Okay. Ich schätze Ihre Fürsorge, mein Lieber, aber ich befürchte, ich habe keine strikte Keine-Kostenlieferung für Fremdenrichtlinie. Auf Wiedersehen. Sie ist gar nicht so einfach, gell? Diese Maude, die Oma-Maude. Dann gucken wir, ob wir andere Outfits noch haben. Wir müssen. Oder sollen wir hier? Ja, probier mal. Komm, wir gehen mal woanders rein, Freunde. Scheiß auf die Omi. Ist nicht persönlich gemeint. Jo, was geht ab? Bringst du ein paar krasse spätabendliche Snacks oder was? Sieht aus wie ich. Ich glaube, es ist ein Boy, aber wenn du aussiehst wie ein Boy. Na, wenn ich meinen Boppel mache, sehe ich so aus wie der. Ja? Sag ihm doch mal, hey, coole Haare, wie er es geschafft hat, so lang die wachsen zu lassen, weil du hast keine. Okay. Hey, coole Haare, so wie hast du es geschafft, die so lang wachsen zu lassen? Ich habe zum Beispiel gar keine Haare, nur am Sack. Da steht er wirklich einfach. Alter, das ist zu viel Information für mich. Ich werde sicher nicht mit dir über sowas Mann, reden. Kommt. Der Sack, der Sack. Es ist immer der Sack, Freunde. Es ist immer der Sack. Stell dir vor, der klopft ein Uber-Fahrer und erzählt dir, was ist seine Haare am Sack. Oh Mann, ey. Egal, geh weiter mit dem Auto. Wir suchen die nächste Tür. Vielleicht weniger Sack. Weniger Sack, okay. Vielleicht mehr schmeicheln und dann... Guck mal, du liest jetzt mal vor. Okay. So, wir klingeln jetzt hier. Zack. Oh, oh. Hey, was ist los, Mann? Bist du verloren oder so? Spätabendlieferungen sind cool, aber das hier ist keine Pizzeria. Nur zur Sicherheit. Hast du irgendwelche Kryptoschätze für mich? Bitcoin to the moon. Oh, okay. Da kennst du dich doch auch, oder? Kannst du ja sagen, so, ich habe so ein Affen-NFT for free. Ja, genau, ja, von iCrimex. Von iCrimex, ja. Ich kann sagen, abgekauft, sag okay. mal. Ich habe da ein gratis Affen-NFT für Sie. Einfach mal Affen-NFT, mal gucken, wie die drauf reagieren. Oh, das gefällt mir. Endlich. Ein kostenloses Affen, das ist verrückt. Zeig mal, was du hast, Kumpel. Mal sehen, ob es sich lohnt zu halten oder auf dem Markt zu verkaufen. NFT-Revolution. Hashtag NFT-Revolution. Alter. Einfach iCrimex. Ich müsste da ganz kurz für reinkommen. Oh, schon zu viel, ne? Oh. Aber er freut sich. Entschuldigung, Kumpel, mein Vertrauensniveau ist im Moment etwas niedrig. Ich muss die Dinge sicher halten, weißt du? Vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir etwas Krypto-Kameradschaft aufgebaut haben. Bleib sicher da draußen. A-O-D-L on. Hoddle on. Oh shit, das war schon mal gut. Ich glaube, dann muss man sagen, ja klar, voll gerne. Krass, dass du dich so auskennst. Lass uns doch mal einen Vertrag
kann ich rein oder so in die Richtung dann gehen. Ja, okay. Das kannst du übrigens auch im echten Leben jetzt anwenden, was ich dir sage, dass du bei fremden Leuten klopfst und dann, wenn es mit YouTube keinen Bock mehr hast, kannst du nämlich einfach Versicherungskaufmann werden und Leuten Scheiße erzählen. Wärst du gut darin? Nein. Wären wir zusammen gut darin? Weil du würdest dann was sagen, die Person würde die Tür zuschnappen und ich hätte meinen Fuß da schon zu. Genau. Komm, jetzt. Was ist los? Siehst du nicht, dass ich mitten in meiner Existenzkrise stecke? Also raus, was willst du damit? Ey, das bin ich. Das bist einfach du. Okay, wie würde ich jetzt dir antworten? Ich auch. Ja, oh, es tut mir leid. Ich wollte noch den Weg fragen, aber Existenzkrise kenne ich. Ein bisschen Empathie, soll ich sagen? Ja. Okay, Moment. 3, 2, 1. Entschuldigung, ich wollte nur nach dem Weg zur nächsten Tankstelle fragen, aber mit Existenzkrisen kenne ich mich aus. Was ist los? Sehr gut, sehr gut. Plus, 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 gib mir ein Plus. Ach, egal, also grundsätzlich habe ich über den Sinn des Lebens und so nachgedacht. Was ist überhaupt der Sinn von allem? Zählen wir überhaupt im großen Ganzen? Es ist so frustrierend, weißt du? Okay, was will die Person jetzt gerade hören? Dass sie ein Schwanz braucht. Willst du das sagen? Okay, warte, Moment. Lass mich das mal kurz umdrehen. Moment. Ich zeig dir jetzt immer die Chaya-Pull. Okay. Aber lass mich kurz überlegen. Hier, Dating-Flirt-Tipps von Gnu. Okay, Moment. 3, 2, 1. Diese Frage habe ich mir auch oft gestellt. Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, sich fortzupflanzen. Wo am besten mit einem großen Glied. Alter, strong. Ach du Scheiße. Nein, ihr geht eklig. Das ist überhaupt nicht, was ich gemeint habe. Geh weg mit deinen unangenehmen Kommentaren. Belästige jemand anderen mit deinen seltsamen Ideen. Die Tür ist zu. Tschüss. Mann! Ey, wir sind einfach nicht welcoming hier. Oh, Mann, du, ich wollte doch pullen, die Chaya. Ja, die sagt, das Problem ist, weil du ein Ausländer bist. Ich spiele. Ja, ich sehe zu ausländisch aus. Ja. Warte, da hat so neue Sachen. Golf. Okay, guck mal. Oh, da kannst du einen geilen Spruch bringen mit den Löcher. Weißt du, ich trage immer die Golftasche von der Person. Und, so, und dass du dich mit vielen Löchern auskennst. Ich kenne mich mit Löchern aus. Was zur Hölle bist du zu dieser unchristlichen Stunde, um meinen Schönheitsschlaf zu unterbrechen? Ach, ich habe eine Idee, lass mich mal kurz. Entschuldigen Sie, ich wollte nur nach der nächsten Telefonzelle fragen. Einen Schönheitsschlaf brauchen Sie doch gar nicht. Was soll das? Unterstützen wir alles. Okay. Hör auf, du junge Hosenscheiße! Ja, das hat nicht funktioniert. Lass mich mal mit den Männern reden hier, Gnu. Okay, du hast recht, verdammt. Ja. Vielleicht musst du dich einfach als Frau verkleiden. Die machen doch direkt zu. Okay, komm. So, jetzt spielen wir mal real. Verkleid dich mal als Frau. Wir haben jetzt einen Warm-up gehabt, ja? Ja, es hat gut funktioniert. Wir wollen erstmal neue Klamotten, ne? Nach 30 Minuten wurden wir noch nirgendwo reingelassen. 13 Minuten zocken wir schon und wir haben... Komm, gib mir irgendwas hier. Guck mal nochmal. Ich mach das kaputt. Fuck mich nicht ab hier, scheiß Garten hier. Wir brauchen unbedingt ein. Da kann ich kurz anfahren. Wir brauchen ein Outfit. Vielleicht mal um die Häuser, da gibt es öfter irgendwelche Outfits, die man sich nehmen kann. Ich habe einen Apfel gefunden. Ein Apfel? Du kannst ja sagen, Adam und Eva. Ja. Alles angefangen. Aber. Okay. Lass mich dein Adam sein. Nein, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Dann sprichst du von der Schlange in deiner Hose. Wir brauchen erstmal ein geiles Kostüm hier. Ja. Komm, scheiß auf diesen Apfel jetzt hier. Also es gibt doch irgendwo hier Perücken und lange Haare. Das sieht ja aus wie Teddy. Da Teddy hat zum Beispiel auch... Ah, ein Arzt ist doch gut. Normal, dass Klamotten einfach herumliegen. Oh, man könnte ein bisschen so auf Krankheit gehen. Genau, du kannst ja sagen, Geschlechtskrankheiten gehen rum. Ich glaube, es funktioniert natürlich. Nun, was bringt den Labortechnik, wie du spät machst an meiner Tür? Was ist los? Hast du dich in den Schütten verirrt? Guck mal, es passt ja jetzt gerade. Ja, wir können ja vielleicht sagen, dass... Ich habe einen neuen Virus entdeckt. Ich brauche eine Unterstützung, eine unterstützende Kraft. Ja, das ist geil. Ich habe einen neuen Virus entdeckt, aber ich konnte noch mit niemandem darüber sprechen. Ich brauche definitiv eine sehr spontane Unterstützung bei dieser geheimen Sache. Boah, Roman einfach. Ein neues Virus, hä? Wie faszinierend. Aber weißt du, Geheimnisse haben eine Art herauszurutschen, nicht wahr? Du musst heutzutage vorsichtig sein, wenn du vertraust. Du kannst ihm jetzt schmeicheln. Wir drehen das um. Oder kann ich dir denn vertrauen? Ja. Und die Antwort mit ja. Kann ich dir denn vertrauen? Oh, die.
die denn vertrauen? Mhm. Mhm. Vertrauen, das ist ein starkes Wort, mein lieber Labortechniker. Vertrauen kann trügerisch sein wie eine ungetestete Formel. Ich würde niemand so schnell vertrauen, besonders nicht etwas so wertvoll wie ein Virus. Wir können weitermachen. Okay. Dann kannst du sagen, dass schmeichel ihr, dass sie so gut ist in dem, was sie macht. Ja. Und dass du deswegen auf sie zugekommen bist, weil sie so talentiert ist als Ärztin oder was auch immer. Sie haben da ja einen sehr renommierten Titel, deswegen kann ich auch vielleicht nur Ihnen trauen. Ach, Schmeicheleien wird dich nur wohin bringen, mein lieber Laborassistent. Aber ich schätze dein Vertrauen in meinen angesehenen Titel. Allerdings kann Vertrauen in diesem Bereich ein gefährliches Spiel sein. Wie wäre es, wenn wir das mit äußerster Vorsicht angehen? Dann kannst du irgendwie sagen, ganz toll, also wieder so schmeicheln. Und dann können wir vielleicht sagen, um was für ein Virus es sich handelt, dass wir das schon mal einfädeln können. Einfädeln, okay. Ja. Die Sache ist so, wir müssen jetzt sagen so, ich muss jetzt weg. Bis sie dann sagt, nein, bleib kurz. Da müssen wir okay, hinkommen. Okay, probier's mal. Aber dann sag ihr quasi, wir müssen ihr nochmal schmeicheln, um Pluspunkt zu machen. Was ist damit? Wir gehen auf Leben und Tod. Das heißt so, ich werde jetzt weiterschreiten müssen. Nee, ich muss jetzt, glaube ich, los. Aber ich weiß nicht, ob ich wieder zurückkomme. Ist das eine gute Idee, Fragezeichen? Weißt du so? Ja, genau, mit der Frage enden, dass die Konversation nicht abbricht. Sonst kannst du auch sagen, du hast den tödlichen Virus schon in dir und der ist aber dann wird sie zumachen. Ja. Ich werde jetzt mal weiterziehen, aber ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Ist das eine gute Idee? Ich bin mir unsicher. Guck mal, unsicher sind wir. Es ist immer ratsam, vorsichtig vorzugehen, besonders in trüben Gewässern. Aber sei versichert, wenn du in Zukunft einen diskreten und sachkundigen Berater brauchst, weißt du, wo du mich finden kannst. Geil. Krass. Dann können wir jetzt sagen, was für ein Virus es ist. Ja, genau. Aber welcher? Es muss so ein richtig, ist so ein Geschlechtskrankheitenvirus, der sich über die Luft... Ich glaube nicht Geschlechtskrankheitenvirus. Oder warum nicht? Sollen wir darüber privat sprechen? Nein. Okay. weißt du, wo du mich finden kannst? Vielleicht können... Ja, oder überleg dir einen geilen Virus. Was ist ein Virus, den du der Menschheit wünscht? Die fragt ja nicht nach dem Virus. Wir können ja sagen, kann ich Ihnen vielleicht meine Telefonnummer da lassen? Nee, kann ich Ihnen vielleicht irgendwas, was uns dazu führt, dass wir reinkommen können? Vielleicht in der Toilette eine geheime Botschaft hinterlassen? Das ist so sass. Dass man halt sagt, dass es... Nein, was ist denn das? Nein, du kannst ja sagen, dass es so heikel ist, dass du ihr eine geheime Botschaft unter ihrem Bett hinterlassen musst. Das ist so... Sie werden abgehört. Du hast abgehört von Russland. Ich werde abgehört. Von Waldimir. Kennst du Waldimir? Waldimir? Nee. Weißt du, was ein Beluga-Wal ist? Ja. Die sind noch die süßen, weißen, fröhlichen. Ja. Und Russland hat doch so einen Spion-Wal und der heißt Waldimir. Und der hat doch so eine süße Cam um den Kopf gehabt. Das ist ein Joke jetzt. Nein, ernsthaft? Also echt jetzt? Das guckst du nachher nach. Es gibt Waldimir. Waldimir heißt er. Voll süß. So ein Scheiß. Und der lächelt dich so an und hat so eine Drohne aufgepackt. Ah, ist ja süß, ne? Ja. Wir sagen jetzt, ich muss dir eine geheime Botschaft hinterlassen, bevor ich gehe, aber ich habe Angst, dass ich abgehört werde. Kann ich dir das ganz kurz aufschreiben? Wir sind gut, wir sind richtige Lügner. Sie haben mein Interesse geweckt, lieber Laborant. Kommen Sie schnell herein und wir werden sicherstellen, dass keine lauschenden Ohren oder ein Waldimir neugierig Blicke von ihren geheimen Botschaften. Geil. So, jetzt beiß sie, lauf hin, schnell, beißen. Beißen. Hätte in der Tierarztschule bleiben sollen. Jetzt kann sie aus Outfit nehmen. Geil. Ich wäre echt einsam. Vorsicht, ich glaube, die hat irgendwie was bemerkt. Es ist sehr einsam hier, sehr einsam. Aber wir machen die Tür wieder zu. Ja. Wir versuchen jetzt mal mit, vielleicht bei der Oma noch mal reinzukommen, mit dem Urenkel zweiten Grades. Guck mal, ich habe eine Spritze sogar hier. Vielleicht ohne Spritze. Mit Spritze? Oder sag, du bist der Urenkel zweiten Grades, der ist Arzt und du möchtest sie quasi impfen. Vor. Ich will diese Spritze nicht haben. Vorsicht, dass ich Polizei. Lauf nicht zu dir hin. Hä? Wieso? Lauf! Weg! Weil die gecheckt hat, dass du Vampir bist. Hä, wie das denn so schnell? Hallo? Ich glaube, du solltest dein Outfit. Mach schnell, zieh dich an. Oh nein. Ich töte ihn einfach. Nun, was haben wir denn hier? Eine Hemd, ein hosenloser Wunderknabe. Könnt ihr erklären, warum sich hier durch die Stadt. Oh, wir machen das so. Wir drehen das Ganze um. Wie frisch aus eigener Zwielicht der Ecke kommt. Genau, also was willst du sagen? Wieso hat er deine Mütze an?
Er hat aber meine Mütze gestealt. Du kannst ja sagen, du, warum er die Mütze klaut, ob ja. das in Deutschland normal ist. Ja. Yo, Bro, warum hast du meine Mütze an, Bro? Oh mein Gott. Es ist sehr strong. Versuchen Sie nicht abzulenken, mein Freund. Ich bin hier nicht zum Verkleiden oder im Haus. Können Sie wenigstens erklären, wenn du nicht auf den Dreck. Okay, der will uns mit aufs Revier nehmen, aber wir drehen das Ganze einfach um. Okay, was sagst du ihm? So. Oh nein. Wir müssen von neuem anfangen. Du! Aua, wir haben nur einen gekillt, okay. Also jetzt mit Uroma, okay? Du jetzt fängst direkt bei der Oma an. So, jetzt gehen wir auf die Community ein, jetzt sind wir warm, ja? Urenkel zweiten Grades. Du kannst ja irgendwie sagen, erkennst du mich nicht so ein bisschen enttraurig? Ich weiß, wenn sie antwortet, du sagst, erkennst du mich nicht. Du siehst aus wie ein Verbrecher, Mann. Ich weiß, wie ein Hipster hier. Diese Stunde habe eine eigenartige Erscheinung, Liebes. Was kann ich für dich an diesem Mondlicht durchfluteten Abend tun? Das klingt sehr nach Kiwi. Ja, du kannst so richtig traurig sein, so Oma Maude. Ich Oma Maude? Entsetzt, erkennst du mich nicht mehr. Ja. Oma Maude? Bist du es? Oh mein Gott! Nein, du musst sagen, dass du traurig bist und dich nicht erkennst. Nee, guck. Nun, wenn das nicht mein kleiner Unruhestifter ist. Oh mein Gott, was führt dich in meine bescheidene Behausung, Liebes? Du kannst sagen, Oma Maude, ich habe dich so lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Erstmal so. Ja, genau, erstmal so. Oma Maude, bevor du irgendwas sagst, wie geht es dir? Ja. Ich bin so gut darin. Geil. Ich liebe Omas einfach so. Oh, gesegnet sei dein Herz, dass du fragst, Liebes. Mir geht es gut, danke. Ich halte mich einfach mit dem Strikten und der Pflege meines Gartens auf Trab. Und wie geht es dir, mein geheimnisvoller Wanderer? Was machst du so? Ich kann sagen, in einem anderen Spiel hast du gesagt, du hast Bauchschmerzen. Du Lügnerin. Nein, sonst wäre es ja in einem anderen Speicherpunkt. Was können wir sagen, was wir so machen? Wir sind... Urenkel jetzt, zweiten Grades. Genau, und was machen wir beruflich? Wir sind YouTuber. Ja, Urenkel zweiten Grades. Dann müssen wir, dann ist, wenn wir jetzt darauf eingehen müssen, soll ich, kann ja nicht sagen, wir sind Urenkel zweiten Grades, wäre ja voll. Ich bin so happy, dein Urenkel zweiten Grades zu sein. Genau, und dann kannst du noch sagen, ich... Brauchst du Hilfe bei deinem Garten? Oh ja, das ist süß. Dein Grabschaufeln? Ich glaube, man kann sich echt... glücklich schätzen als Urenkel zweiten Grades von dir. Brauchst du vielleicht Hilfe bei deinem Garten? Vielleicht morgen oder so? Erstmal zeitliche Distanz schaffen hier. Hallo, hallo. Ja. Oh, wie nett von dir, mein Lieber. Morgen würde wunderbar passen. Es gibt ein paar Unkräuter, die mir ziemliche Probleme bereiten in den Teambereich. Wir können eine schöne Tasse Tee genießen, während wir dann darauf arbeiten. Ich freue mich auf deinen Besuch. Auf den Tee können wir vielleicht jetzt eingehen. Ja. Genau, apropos, hast du ein Glas Wasser für mich oder so? Apropos, hast du vielleicht ein Glas Wasser für mich? Ich bin gerade echt kurz vorm Verdursten, dann würde ich direkt morgen früh kommen. Irgendwie nochmal so. Oh nein, oh Liebes, tut mir leid, aber ich habe im Moment kein Wasser mehr. Es scheint, dass es alle ist. Vielleicht wäre es am besten, wenn du in einem nahegelegenen Geschäft eine Flasche für dich holst. Wir können uns morgen wiedersehen. Die macht jetzt nicht aber die Tür zu, oder? Scheiße, wir sind so weit gekommen. Urenkel funktioniert nicht. Oh. Was machen wir? Hol dir alles auf und bring sie um. Ja, aber okay. Machen wir mal eine Frau oder so. Vielleicht können wir nochmal... Verdammisch. Okay, Lieferant bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel. Genau, es gibt noch super viele andere Kostümchen. Okay, komm, wir sagen einfach, da ist ein Rohrbruch bei Ihnen. Was ist denn hier los? Ja. Was würdest du antworten, wenn jemand da vor dir steht und sagt, ich muss ein Rohr verlegen hier? Was würdest du machen? Hättest du Angst? Natürlich, würde gar nicht aufmachen. Ich bin eine, die macht aber nie der ist schon, auf. Aber der ist schon drin. Das sagst du nichts. Nein, ich weiß nicht, ich hätte voll Angst. Ich schlafe ja auch mit einem kleinen Pfefferspray neben mir. Echt? Ja, weil ich habe manchmal so komische Träume. Moment, kurze Real Talk. Ich habe manchmal so komische Träume, dass ich im Bett liege und ich habe letztens geträumt, dass mir irgendjemand die Decke weggezogen hat, so langsam von meinem Körper. Und ich lag wieder so einfach auf dem Rücken und habe das gemerkt. Dann habe ich so mit Herzrasen aufgewacht und dann habe ich gedacht, jetzt nehme ich mein kleines Pfefferspray. Und du lebst ja auch neben der Polizeistation und so. Genau, ich lebe in der Polizeistation. Genau, und die Polizisten schlafen ja auch im Bett bei dir. Unter mir, ja. Unter dir, ja. Deswegen musst du ja gar keine Sorgen Jedenfalls habe ich das trotzdem immer bei mir im Schlafzimmerplätzchen. Okay, strange. Du nicht? Nee. Ich habe ja schon meine Axt immer. Das Messer unter dem Kopfkissen. So. Nun, hallo mein Lieber. Was bringt dich zu dieser unmenschlichen Stunde an meiner Türschwelle? Wir gehen direkt rein. Okay. Von wegen.
Rohrbruch? Rohrbruch. Hier sind große Umbauten. Ich müsste Ihren Stromzähler mal checken. Ja, genau, von der Behörde. Aber vielleicht erstmal ein Kompliment machen. Ein Pluspunkt. Okay, aber dann bauen wir schon... Also entweder gehen wir so richtig Alpha-Mail-mäßig rein. Willst du Alpha-Mail, so Andrew Tate machen? Andrew Tate. Okay, dann probieren wir. Ich hätte nämlich, glaube ich, eher gesagt, es tut mir sehr leid, sie sind ja so freundlich. Weiß erst so ein Pluspunkt. Ach so, okay, und dann, okay. Tut mir leid wegen der, ja. Aber, ja. Tut mir leid wegen dieser, okay. Tut mir leid, dass ich Sie zu der späten Stunde hier stören muss. Es gibt ein fast schon globales Problem, würde ich mal behaupten. Es gibt einen riesigen Rohrbruch hier in Ihrer Nähe. Zwei hier in Ihrer Nähe. Oh. Oh, ein Rohrbruch, sagst du, Luna. Davon habe ich noch nichts gehört. Aber wenn es dringend ist, könnte ich mir das wohl ansehen. Aber achte bitte darauf, dass du... Ah, oh mein Gott! Ich komme direkt rein hier. Dann sag ihr, dass sie zu gütig ist. Vielen lieben Dank. Aha. Bitteschön, Liebes, ich helfe immer gern. Ich hoffe nur, es ist nichts Ernstes. Also erzähl mir, wie du dazu gekommen bist, im Bauwesen zu arbeiten. Das erzähle ich Ihnen gleich drin, denn ich muss mich schnell umdrehen. Wir können gerne quatschen, aber ich müsste ganz schnell diesen Rohrbruch fixen. Deswegen dürfte ich kurz eintreten. Oh. Oh nein, oh mein Lieber, ich fürchte, ich kann dich im Moment nicht da reinlassen. Siehst du, es ist einfach nicht sicher, aber ich kann dir gerne etwas Limonade anbieten, wenn du arbeitest. Wie klingt das? Ja. Ja. Limonade klingt gut. Wir geben ihr nicht so viel. Ja. Wunderbar, geben Sie mir einfach einen Moment, mein Lieber. Ich hole Ihnen die Limonade. Bitte seien Sie vorsichtig da draußen. Die Welt kann gefährlich sein, besonders mit all diesen geplatzten Rohren, wie Sie wissen Sie. Hey, mach dir jetzt zu und gib mir Limonade. Was ist denn das jetzt hier? Aber man kann ja die Tür. Frag dir mal, was für eine Limonade ist, du wartest. Die Limonade, bitch. Mir schrecklich leid, Lieber, aber ich kann dich einfach nicht reinlassen. Mein Haus hat genug Zerstörung erlebt. Du wirst dieses Rohr jetzt allein reparieren müssen. Jetzt husch. Boah. Ich will sie töten. Alter, jetzt bin ich aber. Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Jetzt geh mal kurz weiter ein bisschen nach vorne. Nee, ich will diese Oma jetzt killen. Genau, wir holen uns ein anderes Outfit und dann. Regeln wir das. Was ist das hier? Ein Rucksack? Mini-Kühlschrank? Einfach ein Kühlschrank. Ah, mit sowas kommen wir bei dieser Oma nicht ran, ne? Dann eine Gasmaske, eine Brille? Ich komme jetzt wieder. Berghain, Alter. Berghain. Ich komme gerade von einer Rave-Party. Vielleicht irgendwie eine Studie, Labor? Oh, das sieht krass aus. Dass sie das irgendwie bei ihr giftiges Gas ausströmt. Ja. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Dass er läuft so ein Psychopath mit der Gasmaske im Mini-Kühlschrank durch die Gegend und keiner sagt was. Ja. Okay, ist es die Omelie? Ja. Ja. Nice. Quarantäne. Ja, Quarantänemaßnahmen sofort aufmachen. Das ist geil. Das erzählt mir, dass sie Corona hat, du musst sie testen. Alle Hebel, ja. Und meine Sterne, wer zum Kuckuck bist du? Ganz aufgebrieselt wie ein verrückter Wissenschaftler. Was für ein Tendelein treibst du mit, mein Lieber? Ist ein Tendelein. Tendelein. Keine Ahnung. Okay, Corona-Maßnahme, ja. Ich muss sie sofort testen. Ja. Corona-Maßnahme, ich muss sie sofort testen. Boah, das ist so taktlos und ins Haus rein. Ach du meine Güte, lieber Junge, das Coronavirus hat wirklich für viel Aufregung gesorgt, nicht wahr? Aber ich fürchte, ich habe hier keine Testausrüstung. Am besten überlässt man das den Profis, findest du nicht auch? Ich habe die Testrüstung genau, dabei. Genau, du kannst ja sagen, du kommst von der Regierung und es tut dir leid, dass du sie so also ein bisschen wieder runterkommst. Okay, runterkommen. Ich bin sehr aufgewühlt, ja, jetzt gerade auch persönlich. Mich schickt die Regierung, meine Testausrüstung ist dabei. Es tut mir wirklich leid, dass ich sie zu so späten Stunde stören muss, aber ich muss sie wirklich testen. Genau, deswegen hast du auch den Kühlschrank dabei. Der Kühlschrank ist ja das Hass. Ja, aber das sind die Sachen. Oh, guck mal. Nun segne dein Herz für den Versuch zu helfen, Liebes. Wenn die Regierung dich geschickt hat, kann ich wohl auf dich vertrauen. Komm rein und richte deine Ausrüstung ein. Sei einfach vorsichtig, Miss Daisy, meine Vogelspinne nicht zu stören. Sie ist etwas schreckhaft. Okay. Okay, dann vielen, vielen Dank, so gütig von Ihnen. Vielen Dank. Nee, Güte, von Güte sprechen wir hier nicht. Okay. Wir gehen einfach rein. Aha. Sehr gerne, Liebes. Es ist immer ein Vergnügen zu helfen. Komm herein und mach es dir gemütlich, aber achte auf deine Hände zu waschen und deine Ausrüstung in Ordnung zu halten. Wir wollen ja keine Unfälle! Gut, mach sie fertig. Okay, ich mach die fertig jetzt, Alter. Die hat mich richtig abgefuckt. So, geil. Einfach komm.
Bring sie um. Bring sie um. Bring sie um! Bring sie um! Ja, beißen! Ich beiß dich! In meiner Zeit hatten wir Manieren! Ich beiß dich, meine kleine Oma. Ja, ich bin eine Oma, hallo! Geil, jetzt macht das Durchfall-Ding. Okay. Hier ist nämlich ein Kommentar. Hi, Gnu. Meine Ideen. Vampir. Ich habe Durchfall und bin gerade auf einer Radtour. Darf ich reinkommen? Sonst passiert ein Missgeschick. Das passt natürlich nicht zur Omi, aber wir versuchen was mit Durchfall. Hallo Oma Maul, was geht ab? Du klopfst an meiner Tür und die ist so süß, das ist eine Stundentür, aber ich weiß, dass du dunkle Geheimnisse im Schrank hast. Verstehst du? Was geht ab? Oma Maude. Ey, damit hätte man die auch konfrontieren können, ne? Hätte man das gewusst. Wir sagen, kann ich mal auf die Toilette gehen, oder? Genau, hey Lil Swipe, du bist immer so lieb. Erstmal so in die Richtung, ja. Dass es einen ganz schlimmen Notfall gibt und du hoffst, dass er dir helfen kann und dann mit durchfallen. Ja. Hey Lil Swipe, du bist immer so ein lieber Nachbar. Ich bräuchte eventuell ganz kurz deine Hilfe. Ah, geil. Ich freue mich, dass du so freundlich bist, junger Mann. Wie kann... Okay. Oh shit, wir sind auf. Scheiße. Du kannst ja sagen, es ist mir so unangenehm, aber ich habe ganz schlimme Probleme mit dem Darm. Mm. Kann ich auf dein Klo kacken? Kann ich in dein Gesicht kacken? Ja. Okay. Das ist mir jetzt super peinlich, aber ich müsste mal ganz kurz auf Klo. Meine Toilette hat einen Rohrbruch. Oh, das ist gut, das ist super gut. Komm, die arme Oma. Tut mir leid, dass du Probleme mit deinem Badezimmer hast, aber ich kann keine Wasserschäden in meinem Zuhause haben. Verstehst du? Kümmere dich um die Situation und dann können wir später reden, okay? Hä? Hallo, du kleiner... Hallo, ich will doch denn... Ja, der weiß ja, dass du voll scheißen willst, ne? Nein. Halte dieses Desaster von meinem Bereich. Okay, ich würde sagen... Oh, Polizist, lauf. Polizist, lauf! Was tust du? Lauf! Nee, der macht doch nichts. Aber gleich, der entdeckt dich gleich. Lauf! Nein! Komm noch, du kleiner... Nicht wieder verhaften lassen! Nein! Deine Ausrüstung. Egal, komm, hol uns eine neue. Ja, hol uns eine neue. Es gibt ja auch eine Cosplayerin und so Stuff hier, ne? Alles Cosplay, echt? Das wäre geil. Machen wir mit Einlochen so einen dummen Joke. Ja, komm. Einlochen, Durchfall, das kommt immer gut. Und noch vielleicht ein neues Auto. Guck mal, die steht da. Stehen alle an der Tür. Ja, sehr klein. Ja, nichts Besseres zu tun. Das machst du doch auch mal abends. Boah, stehe ich auch. Ab 18 Uhr steht der Du an der Haustür und wartet, bis jemand klopft. Komm, verpiss dich mal. Oh, Pimpel. Sehr gut. Genau, guck nochmal hier dazwischen. Da hat es immer voll viel Outfits. Ah ja, guck mal hier. Da ist doch was. Oh, aber besoffener. Ich weiß nicht, ob das so Party cool kommt. Vielleicht. Oh mein Gott. Was ist denn das ja ein Wort? Was ist das hier da für eine Zeit, der unten ab? Dass die Polizei nicht mehr auf dich, glaube ich. Ah nee, dass du wieder shiften kannst. Ich bin ein Bier. Genau, probier es mal mit einem Bier. Ob er vielleicht Bier mag, dass du Bierverkäufer bist. Eigentlich müssen wir nochmal zu dem Typen da gehen. Zu dem von vorhin? Ja, dem Boy. Dem Boy. Aber ich brauche irgendwelche Klamotten, ich kann nicht den ganzen nackt hier rumlaufen. Ja, wir brauchen irgendwas zum Anziehen. Da ist so ein Kleid. Oh, aber es ist... Nee. Komm schon. Was ist das denn? Oh mein Gott, Alter. Wenn jemand so vor deiner Tür stehen würde, würdest du schon reinlassen, oder? Wäre schon geil. Würde dich schon horny machen an der Stelle, ne? Ja, der lange Flaschenhals hat schon... Er hat schon was, ne? So. Ich würde denken, das ist ein Prank. Ich als YouTuber denke immer, alles ist ein Prank, was mir passiert. Das ganze Leben ist ein Prank. Ja, das ganze Leben ist ein Prank. Oh. Oh, was ist denn das für eine Brutal? Oh, eine Hockey-Killer-Maske. Ih, okay, ist ein bisschen... Nee. Das gefällt dir nicht, Julia. Das gefällt mir ja nicht. Das ist furchtbar, das ist wieder die Maske. So gehst du jetzt. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, das ist noch nicht so. Ich glaube, das ist nicht so das Richtige. Ein Apfel vielleicht? Vielleicht sowas wie Zeugen Jehovas und du versuchst mit dem Apfel Adam und Eva zu erklären. Oder mit der Axt. Oh ja, das ist geil. Wo gehen wir hin? Happy Halloween machen wir. Schnell, schnell, bevor die Polizei. Ach nee, komm. Lauf. Ach du kleiner Bach. Lauf einfach da rein, dafür hat man Polizisten. Klar, klopf einfach da. Ich wollte dich mit der Axt ins Haus fahren. Oh mein Gott, er hat einfach eine Knarre. Alter. Oh shit, du hast wohl die falsche Haustür. Ich kann sagen, nee, du wusstest, dass er sich mit Waffen gut auskennt. Ja. Vielleicht sowas. Oder ey. Wenn ich jetzt direkt Konfrontation anfange, dann macht er zu. Ja, ne? Du kannst ja sagen, dass du wusstest, dass er sich mit Waffen gut auskennt und du hast Bock auf eine Schießübung und sowas. Ja. Ich sehe, du kennst dich gut mit Waffen aus. Ich bräuchte da ihre... Expertise. Expertise.
Vielleicht können wir ihnen ja sagen, dass wir irgendwann aus der Familie erschießen wollen, um reich zu erben. Du denkst, ich bin so eine Art Waffenexperte. Hör nun, du liegst nicht falsch, Kumpel. Aber du solltest besser rausrücken, wofür du meine Expertise brauchst, bevor ich beschließe, dich vor die Tür zu setzen. Einfach, weil du gerne jagst. Ich muss ja nicht sagen, dass du Menschen jagst. Aber mit so einer Knarre jagst du ja nicht. Du kannst ja eine Shotgun wollen. Aber Shotgun jagt man, glaube ich, auch nicht. Scheiße. Boah, du schießt so ein Abenteuer das Gesicht weg. Alter, vielleicht, dass du irgendwie einen Jagdschein machen willst, was ja, auch scheiße ist, aber... Nee, ja, das ist ja kein... ich glaube, der wird echt schwierig so, ne? Kannst du sagen, Selbstverteidigung. Hör zu, Psycho! Selbstverteidigung ist eine Sache, aber Ärger und Gase verursachen ist eine ganz andere Geschichte. Wenn du ein paar Tipps brauchst, könnte ich dir helfen, aber keine Späße, also genau. Ja, okay, geil. Genau, also was brauchen wir für Tipps? Was du empfehlen würdest, ist Selbstverteidigung. Okay, natürlich machen wir keine Späße mit Waffen erstmal. Ja. Natürlich keine Späße mit Waffen. Scheiße, ich hab mich versprochen. Natürlich, voll der Sasse, Punkt. Scheiße. In Ordnung. Wenn du es ernst meinst mit Selbstverteidigung und den Dingen auf dem rechten Weg halten willst, kann ich das respektieren. Denk dran, Waffen sind das letzte Mittel und es ist immer besser wegzugehen, wenn du kannst. Also, womit brauchst du Hilfe? Dass wir den Kopf unserer Oma spalten wollen. Ich sage, ich brauche Tipps. Ich gehe einfach mal... Genau, aber er fragt ja, wofür. Ich frage einfach mal, wir geben nicht viel. Ich bräuchte da auf jeden Fall Ihre Tipps. Heute auf jeden Fall. Aber für was? Herbert! Nun, das ist eine angenehme Überraschung. Sie scheinen doch vertrauenswürdig zu sein. Komm rein, Kumpel, lass uns plaudern und ich werde dir einige Tipps geben, wie du sicher bleibst da draußen. Aber denk dran, Gewalt ist nur die Antwort, wenn die einzige Antwort ist. Verstanden? Bring ihn um. Ey, wir bringen ihn um. Wir sind wirklich bei dem Typen reingekommen, ne? Ich glaub's nicht. Geil. Bring ihn um! Bring ihn um! Nutz doch mal deine kleine scheiß Waffe hier. Ja! Ich schlafe nicht mit den Waffen. Sony Taprona. Sollen wir sein Outfit nehmen und noch versuchen, und die Knarre noch? Ja, komm, das ist jetzt das Finale. Boah. Let's go. Okay. Wo gehen wir rein? Pömpel, oder du versuchst mit dem Pömpel. Wir machen das jetzt so, wir knallhart. Guck mal. McCarolyn, entschuldigen Sie bitte, aber dies ist ein Wohngebiet und es ist sehr spät in der Nacht. Ich verlange zu wissen, warum Sie um diese Uhrzeit an meine Tür klopfen. McCarolyn. Wenn Sie die Tür zumachen, schieße ich. Mind Explosivo. Oh mein Gott, das ist absolut skandalös und furchterregend. Ich schließe sofort die Tür und rufe die Polizei. Bleiben Sie weg von meinem Haus. Verdammt. Das ist halt eine Karen, ne? Die speak jetzt zu dem Manager. Scheiße. Ich mache nochmal. Ich schieße noch jetzt. Auf, ich schieße einfach. Oh ja. Lass mich nicht von Ihnen gewaltigen Drohungen einschüchtern. Ich rufe die Polizei an und erwarte, dass die Situation sofort geklärt wird. Auf Wiedersehen. Okay. Mit der Knarre komme ich nicht voran. Auf jeden Fall. Vorsicht, oh mein Gott. Wirklich die Polizei. Oh. Run. Ja, sehr nice. Nimm Pömpel. Ah, der kommt da wirklich auch hin. Witzig. Nimm den Pömpel sonst. Und versuch. Cool, ich bin nicht mehr so auffällig jetzt. So, was sollen wir als Ausrede erfinden? So reinzukommen. Versuchen wir jetzt. Okay. Oh mein Gott. Zerbrechlicher Fred. Oh, mein empfindlichen Sinne. Was in aller Welt machst du an meiner Tür so gekleidet? Ich verlange, dass du dich sofort bedeckst. Du kannst doch sagen, er hat doch auch. Du suchst halt nach einem Schmetterlingskostüm. Nee, wir machen so. Ich warte nur darauf, die perfekte Mode zu tragen und zu finden. Zu finden, hätte ich eigentlich nur gesagt. Wie können Sie es wagen, sich in meiner Gegenwart anschlüssiger Kleidung zu präsentieren? Mit solch skandalösen Verhalten kann ich nicht kommunizieren, Julian! Boah, den will ich killen, den zerbrechlichen Fred. Aber der ist doch zerbrechlich. Okay, cool. Okay, komm, mit dem Fred auf jeden Fall. Oh, sorry, Freunde, das meine ich. Und dann machen wir Geschlechtskrankheiten. Oh mein Gott, die Polizei schon wieder. Ich glaube es nicht. Immer Ärger mit der Polizei. Gesundheit. Gesundheit. Kann man den Polizisten? Ich wusste gar nicht, dass du allergisch gegen mich bist. Gegen das, was du sagst. Wahrscheinlich schwillt dein Kopf jetzt voll. Oha! Wahrscheinlich schwillt dein Kopf jetzt voll an und dann kann ich nie wieder kommen. Ich habe komplett Neurodimedis am Körper. Oh, scheiße. Hallo!
Okay, was überlegen wir jetzt? Eine richtig dumme Scheiße. Vielleicht irgendwas mit Rezo und Ju und dir? Oder geht das? Hobbylos? Ja, es geht. Ah, krass, oder okay. Oder Hobbylos-Podcast oder irgendwas. Okay. Hast du irgendwie blaue Haare oder so? Gibt es doch schon eine blaue Perücke. Oder du verkleidest dich als dich und sagst, du bist Julian Bam, du machst Videos und bewirbst den neuen Hobbylos-Podcast. Oha, geht das? Ja, probier das mal. Wo komme ich hier rein? Mal. Und da musst du noch Ui machen. Ui. Oh mein Gott, ich habe das so lange nicht mehr gehört. Ist voll der Kink geworden. Kink geworden. Jetzt komm, verpisst euch mal alle. Hey, was wollt ihr denn hier? Also, was überlegen wir jetzt mit Schuhen und Rezo? Boah, der schneller ist so. Du musst dich bei das Fehler mal ausgefallen. Der gibt noch auf. Ich weiß nicht so. Okay, scheiße. Da vielleicht? Vielleicht jetzt da irgendwas Feines. Guck mal hier, Wanderer. Ja. Du bist auf der Wanderung nach dem perfekten Podcast. Ja, das ist doch gut. Boah, das ist ja alles ja weg. Ja. Du kannst ja sagen, du bist... Oh, so ein Kaffeebecher ist ganz gut. Auf der Wanderung... Scheiß drauf. Ich nehme Apfel. Was ist das? Oh, süß. Das findest du süß? Genau, wir können das hinkriegen mit... Er hat schon wieder deine Mütze an. Mit Hobbylos-Podcast. Überleg dir was. Okay. Oder du Oh mein Gott, was? Hallo, grooviger Reisender. Was hat dich um die späten Stunde in meiner bescheidenen Behausung geführt? Oh mein Gott, Eve. Du kannst ja sagen, dass du glaubst, weil sie so freizügig ist, dass sie auch freizügigen Podcast bestimmt mag. Sie stehen anscheinend auf Freizügigkeit. Dann kennen sie doch bestimmt den Podcast Hobbylos. Oh, ich liebe es, neue Hobbys zu erkunden. Von diesem Podcast habe ich noch nie gehört, aber ich bin immer offen, etwas Neues zu lernen. Worum geht es denn, Kunde? Warum kriege ich ein Minus? Dann erzähl dir doch mal, worum es geht. Du musst einen Pluspunkt machen. Es geht viel um Liebe und Freizügigkeit. Stimmt sogar. Das stimmt, ja. Oh, Liebe und Freiheit, Mann, darum geht es im Leben. Klingt nach einem Podcast, der genau meinem Geschmack entspricht. Ich bin voll dafür, Positivität zu verbreiten und unsere Waren selbst zu umarmen. Scheine weiterhin hell, mein Freund. Macht ihr jetzt zu, oder was? Okay, wir können jetzt sagen, ja. Lass uns zusammen eine Folge hören. Ja, genau. Aber wollen Sie eine Folge hören? Ja. Einfach so, da kann ich ja nicht... genau. Wollen Sie vielleicht eine Folge hören? So als kleinen Vorgeschmack? Wow, klasse. Ich bin immer für positive Stimmung zu haben. Lass uns mal reinhören und sehen, was das Universum für uns bereithält. Frag ihn mal wegen nice. Du und Rezo oder so. Ja. Na dann, let's go. Einfach ja, so. Ja, okay. Na dann, let's go. Na klar, komm rein, mein Freund. Lass uns diese Episode alle und gemeinsam Liebe und Freiheit spüren. Willkommen in meinem Raum, wo alles natürlich ist. Jetzt wird gebangt, Freunde. Oh mein Freunde. Gott, aber wirklich, ich mach schon voll die... Was geht mit der ab? Boah, was geht mit der ab? Okay, los. Ja, die ist ja schon hot, ne? Also ich weiß nicht, beißen? Let's go, mach sie fertig! Ja, das ist super. Bring sie um! Ja! Hey, Lava. Aber das muss schon sagen, das Outfit von ihr ist halt schon ein Knaller jetzt, ne? Das ist schon ein Knaller, das nehmen Komm, wir jetzt auch mal. Das machen wir als letztes noch. Zieh dich mal komplett aus und zieh das an. Blonde Perücke und... So? Ja. Also komplett Oh, das ist aussehen. Süß. Nee, schon komplett. Wie, genau, Perücke und das. Also... Warte. Genau. Und das. Ja. So, das ist jetzt das Finale. Überleg dir was. Okay, mit einem Apfel noch. Ach, sorry. Kannst du Adam und Eva erzählen? Adam und Eva. Ja. Ich bin Adam und Eva. Genau, erzähl die Geschichte, ob er von Adam und Eva Bescheid weiß. Oder sie. Oh. Was machst du hier? Du kannst nicht einfach mein Haus auftauchen, diese lächerliche Ente schon hinter. Halt dein Maul. Entschuldigung, passen Sie bis auf Ihren Ton auf, das muss ich sicher den Sicherheitsdienst rufen. Gehen Sie lieber woanders hin. Okay. Ich glaube, das war's schon. Wir brauchen einen Mann, den wir verführen können. Ja, sag mit Adam und Eva Verführung so ein Shit. Hier. Jetzt zeig, was du kannst. Du bist ein Tag ein Girl jetzt. Ein Tag ein Girl. Okay, let's go. Hallo, hier, willkommen. Guck mal, siehst du da meinen direkt so. Oh. Ja, Vater Price. Mm. Wie kann ich. Ach, guck mal, ist das nicht so eine Art Priester auch? Kannst du da nicht Vater so ein bisschen. Price. Ich glaube nicht, dass er ein Priester ist. Sieht nicht aus wie ein Priester. Licht in Heils, genau. Abend, du kannst ja sagen, was für ein freundlicher Mann. Sie haben einen ganz tollen Bart. Darf ich Ihnen etwas erzählen? Sollen wir den nicht einfach mal dass risen? Dass es männlich ist. Ja, riss ihn mal. So, dass es männlich ist und so. Oh mein Gott, dieser Bart. Also, das ist ja von Männlichkeit nicht mehr zu übertrumpfen hier. Wow. Für so eine gut, krasse Frau, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Wird so viele rumkriegen. So, ja.
Vielen Dank, mein Freund. Es ist durch die Gnade des Allmächtigen, dass ich einen so prächtigen Bart trage. Aber genug über mein Aussehen. Lasst uns über die spirituelle Reise konzentrieren. Hey, du kannst wirklich mit Erleuchtung, kannst wirklich mit Adam und Eva. Sag quasi, dass dich Adam und Eva übel fasziniert. Deswegen hast du den Apfel dabei, aber mal reinbeißen will, so ein Scheiß. Ja, stimmt, das ist gut. Die Reise von Adam und Eva, die fasziniert mich total. Können Sie mir die vielleicht erzählen? Erzähl mir, gib mir den Stoff. Ich glaube, es macht gerade die AI, guckt jetzt gerade, oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Die Geschichte von Adam und Eva, eine Erzählung, die große Weisheit und Lehren für uns alle birgt. Sie erzählt davon, wie Gott den ersten Mann und die erste Frau schuf und sie in den herrlichen Garten Eden setzte. Allerdings wurde sie von der verbotenen Frucht in Versuchung geführt, was dazu führte, dass sie aus dem Paradies verbannt wurde. Sie lehrt uns... Ja, mach du ruhig. Ja, machen wir zusammen. Okay. Sie lehrt uns über die Bedeutung von Gehorsam und die Konsequenzen des Nachgebens der Versuchung. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was diese Geschichte für dich bedeutet? Ich hoffe, ne? Dass du den Apfel jetzt beißt, den du dabei hast, ob er in deinen Apfel beißen will. Ja. Vielen Dank für diese tolle Geschichte, Sie sind so gebildet. Wollen Sie vielleicht in meinen Apfel beißen? Ja, ist vielleicht schon zu sexual. Vielleicht ist er gerade noch so auf, mein Gott, schau zu. Dann sag ihm einfach mal, dass du mega gebildet bist, mach einen Pluspunkt, dann kommen wir mit dem Apfel. Okay. Wow. Also das nenne ich Bildung. Vielen, vielen lieben Dank. So geil, ey. Du bist herzlich willkommen, mein Freund. Es bereitet mir große Freude, die Lehren unseres Glaubens zu teilen. Wenn du noch etwas wissen oder besprechen möchtest, frag ruhig, denn in den Schriften verbirgt sich viel Weisheit. Und es ist meine Pflicht, diejenigen zu erleuchten. Die nochmal einsuchen. Ich würde gerne diese Erleuchtung selbst erfahren. Deswegen habe ich diesen roten Apfel hier bei mir. Oh! Ach du Scheiße. Ich risse den Boy. Mit dem Apfel, ey. Komm schon. Oh, da muss jetzt die KI erstmal drauf klarkommen, was du da gesagt hast. Aber man sieht deine Augen gar nicht. Hat der überhaupt welche? Aber ich muss gestehen, mein Freund, ich bin ein wenig verwirrt über die Anwesenheit des Apfels. Während er im Adam- und Eva-Geschichte ein Symbol der Versuchung ist, liegt wahre Erleuchtung darin, eine Verbindung mit Gott durch Gebete, Studium und rechtschaffende Taten zu suchen. Trotzdem bin ich neugierig, mehr über deine Absichten, diesen Apfel zu erfahren. Kannst du Licht ins Dunkel bringen, warum du ihn mitgebracht hast? Soll ich einfach mal fragen, soll ich ihn wegwerfen? Ja, frag ihn mal. Oh, ach so, soll ich den lieber wegwerfen dann? Einfach mal so kurze Fragen stellen. Ja. Ich glaube, das ist immer gut. Sich dumm stellen. Genau. Mein lieber Freund, ich muss zugeben, dass ich tiefst besorgt bin über die Präsenz jenes Apfels. Es wäre wohl am besten, wenn wir uns vorerst trennen. Ich rate, den Rat eines spirituellen Führers zu suchen oder die Lehren unseres Glaubens auf angemessene Weise zu erkunden. Möge Gott dich segnen auf dem Weg für. Möge Gott dich segnen. Möge Gott mich segnen. Naja, du hast es nicht geschafft, mit so einem Outfit zu risen. Du kannst sagen, dass du ein Engel bist. Ein gefallener Engel. Apfel weg. Hallo. So, das schaffst du jetzt aber, komm. Ich habe den Apfel weggeworfen, sage ich jetzt. Ich habe den Apfel, den du gesehen hast, weggeworfen, mein Freund. Gepriesen sein, glorreiche Bruder für dich. Das bescheuerte Haus der Behausung, lass uns Licht ins des Herrn jubeln. Sag, ich bin ein gefallener Engel und suche bei dir Rat, intelligenter Mensch. Ich bin ein gefallener Engel und suche bei ihnen Rat, sie intelligenter, sie... Das ist einfach der Angel Riz. Ah, ein gefallener Engel, fürchte dich nicht, mein himmlischer Freund, denn die Barmherzigkeit des Herrn erstreckt sich auf alles. Bitte erteile mir deine Sorgen mit und gemeinsam werden wir einen Rat von oben suchen. Was willst du sagen? Boah, wie kommen wir da jetzt rein, ey? Dass du vielleicht einen juckenden Intimbereich hast und Gott dir keine Antwort gibt dafür. Ich habe einen juckenden Intimbereich und Gott gibt mir da leider keine Antworten für. Das ist sicherlich eine heikle Angelegenheit. Obwohl ich hier Unbehagen nachempfinden kann, befürchte ich, dass ich nicht qualifiziert bin, die Hilfe zu bieten, die Sie suchen. Ich würde empfehlen, medizinischen Rat von einem Gesundheitsfachmann einzuholen. Möge Herr Sie segnen, Ihre Leiden heilen. Einen guten Tag noch. Mann! Mann! Naja, dann ist es wohl an der Geschlechtskrankheit wieder einmal gescheitert. Den will ich noch umkriegen. Hübscher Junge. Okay, Bro, hast dich verirrt auf dem Weg zum Stripclub? Versuchst du eine ganze Nachbarschaft eine Show zu bieten? Ich wollte eine Show bieten. Hey! Oh, gut. Hey. Fair enough.
Fair enough. Ist das so? Was meinst du? Oh, das Angebot und Unterhaltung, von dem du sprichst. War The Fallen Angels? Oder gibt es irgendwie No Angels, die Band? Oh, du bist ein Mitglied der No Angels. Ich glaube, das ist eher so eine rhetorische Frage, oder? Okay. Ich dachte, wenn alle so ein bisschen traurig sind, kann ich sie ein bisschen aufheitern mit meiner Falling Angel Show. Oh, nice. Nice. Falling Angel Show, hä? Du musst dir das mal erklären, Kumpel. Was hat es mit dieser Sendung auf sich? Ich tanze ein bisschen, so moderne TikTok-Trends nach und bringe die Leute zum Lachen. Ja, nice, TikTok war sehr gut. TikTok war sehr strong. Sehr gut, sehr gut, der war strong. TikTok kann ich nicht gut, nehmen wir das mal an. Aber warum bist du um diese Uhrzeit hier draußen auf der Straße tanzen, ist bekanntermaßen nicht ganz legal, weißt du? Das wusstest du nicht. Ach so, das wusste ich nicht. Na gut, dann gehe ich besser nach Hause. Der kann jetzt nichts tun. Der kann nichts tun jetzt. No way. Du wusstest nicht. Nun, Ungewissheit ist keine Entschuldigung. Und diesmal lasse ich Sie mit einer Warnung davonkommen. Gehen Sie nach Hause und bleiben Sie aus dem Ärger raus. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück in unsere Garage. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Drew hat 3 überredet. Ich finde es sehr gut. Ich beiß den einfach. Ich esse den. Ach, wie geil. Jetzt kannst du Polizist sein, oder? Du kannst seine Schnauze haben. Das bin aber ich. Guck mal, Freunde. Das sieht echt aus wie du. Geil. Geil. Guck mal, den haben wir nochmal gefunden. Ja, nice. Gut. Merde. Dann mach wer ist meine Baguette? Darf ich Abmord machen? So, liebe Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Like da. Aber ich habe noch nie gut Deutsch gelernt. Aber ich glaube, ihr versteht mich. Das klingt sehr französisch, oder? Ist sehr racist. Ist das racist gerade? Nein. Ist nicht racist. Nein. Das ist nur ein Wir haben auch für Drew Videos aufgenommen. Die verlinke ich euch dann unten in der Beschreibung. Wir sehen uns und ich finde, das hast du sehr gut gemacht. Die ist ein bisschen auch Real Talk-mäßig. So, oh, jo, du magst meine Bart. Komm hier. Guck in mich rein. Das ist keine Nippel. Komm in mich rein.